Bei uns ist jetzt der Direktwahlkandidat aus dem Wahlkreis Görlitz. Er ist auch im Landesvorstand der AfD Sachsen und Polizist. Herzlich willkommen, Sebastian Wippel. Schönen guten Abend. Und Sebastian Wippel hat schon harte Zeiten hinter sich, hat hart gekämpft als Oberbürgermeisterkandidat seiner Heimatstadt Görlitz. Es hat nicht ganz gereicht, die anderen haben sich mächtig zusammengeschlossen, um einen ersten AfD-Oberbürgermeister in Deutschland zu verhindern. Es ist ihnen noch gelungen, beim nächsten Mal soll es anders aussehen. Es war ein einschneidendes Erlebnis, da hat man ganz schön was gelernt in diesem Jahr. Kann ich mir vorstellen. Mal gucken, ob wir es jetzt so rund machen, die Sache. Okay. Genau, da wäre jetzt die Frage, wie beurteilen Sie denn Ihre aktuellen Mitbewerber? Sind es Konkurrenten oder wie ist da Ihre Meinung? Ja, die aktuellen Mitbewerber, man soll die ja nicht unterschätzen. Ne, das ist schon mal ganz klar. Und Michael Kretschmer als Ministerpräsident, selbstverständlich ist das ein Konkurrent. Also er steht ja auch in den Umfragen, was die Wahlkreisprognose angeht, noch oben da. Man muss aber auch sagen, es ist schon seit vielen, vielen Monaten keine aktuelle Wahlkreisprognose mehr veröffentlicht worden. Ja. Und die anderen Mitbewerber, ja, die Grüne ist ein bisschen bekannt, weil sie war damals auch Oberbürgermeisterkandidatin 2019. Und der Rest ist unter ferner Liefen, muss man sagen. Gehen wir mal vom Görlitzer Blick auf den großen sächsischen Blick. Da sieht es ja etwas anders aus in den Umfragen. Die AfD steht gut da. Hält die Stimmung bis zum Wahltag? Naja, also es ist natürlich noch Luft nach oben, aber die Bäume wachsen auch nicht im Himmel. Also so ehrlich muss man dann einfach sein. Ne? Wir wollen aber ganz klar stärkste Kraft hören. Wir wollen vorne sein, deutlich vor der CDU, damit sich da auch wirklich was bewegt und Herr Kretschmer auch einen Denkzettel kriegt. Und es zeigt ja auch nochmal, wie wichtig es ist, in meinem Wahlkreis zu gewinnen. Ne? Weil wenn Herr Kretschmann den Wahlkreis verliert, dann wird das nochmal ein deutliches Zeichen in Richtung CDU sein. Und vielleicht werden dann einige dort an der Basis auch mutiger, als es jetzt sind. Was sind denn die größten Herausforderungen in Ihrem Wahlkreis? Mhm. Und wie wird die AfD diesen Herausforderungen begegnen? Ja, große Herausforderung bei uns natürlich. Görlitz ist ja die östlichste Stadt Deutschlands und sie ist eine geteilte Stadt. Das heißt, die Grenze geht direkt durch die Stadt. Und da ist natürlich wenig überraschend, dass das Thema Grenzkriminalität, aber auch illegale Einwanderung eines der größten Themen ist, ja, was die Leute bewegt, weil wir das ja wirklich und die Bürger hautnah jeden Tag erleben. Und wir sehen zwar auch, dass die Bundespolizei da ist, wir sehen aber auch, wo die Bundespolizei nicht ist. Also sie ist ja nur an den großen Straßen und an anderen Übergängen ist sie nicht unbedingt. Gerade noch in den Nachbarwahlkreisen und das nehmen die Leute schon wahr. Und so gesehen sehen wir schon, ja, es gibt noch diese Einwanderung. Sie ist dann halt nur nicht mehr ganz so illegal, weil man sich halt gleich an der Grenze gemeldet hat. Aber das ist ja nicht die Lösung, die wir anstreben. Ne? Unser Ziel ist ja ganz klar, die Migrationsfrage zu lösen und in Richtung Null Asyl in Sachsen zu arbeiten. Und das wird die Aufgabe, die wir vorhaben. Da kommt unser Café. Wenn man zurückblickt, kann man ja sagen, an sich ist die größte Konkurrenzpartei, die CDU, hier mal in Sachsen fulminant gestartet. Sie hatte einen herausragenden Ministerpräsidenten, Kurt Biedenkopf, der viel für das Land getan hat. Und heute, wenn man die Figuren, die heute eine Rolle spielen in der sächsischen CDU, von den anderen will ich gar nicht reden. Ich glaube, Sozialdemokraten müssen darum zittern, überhaupt in den Landtag zu kommen oder später in den Bundestagswahlen hier Stimmen zu bekommen. Hat doch die bis dato führende Unionspartei über die Jahre und Jahrzehnte dramatisch verloren. Ja, hat sie. Ein Vertrauensverlust. Ja, ja, das ist klar. Das wundert mich aber auch nicht, weil die Leute, die wählen Rechts- oder Mitte-Rechtsparteien, stellen aber fest, dass am Ende gar keine Rechte- oder Mitte-Rechtspolitik gemacht wird, sondern es wird ja diese ganze woke Agenda mit durchgezogen. Ja? Die CDU hat die ganzen Jahre jetzt mit der SPD und mit den Grünen hier im Landtag gemeinsam regiert. Und man muss ganz klar sagen, dass die Grünen es geschafft haben, die CDU am Nasenring durch die Manege zu ziehen. Wir haben jetzt flächendeckend gegenderte Gesetze als Beispiel. Unsere Bauern sind wahnsinnig sauer, weil der Landwirtschaftsminister von den Grünen einfach mal eine Fehlbesetzung ist, weil er viele Sachen nicht gemacht hat. Der hängt da mit seiner eigenen Steuererklärung, was die neue Grundsteuer angeht, auch massiv hinterher. Also da ist der Freistaat ja alles andere als vorbildgebend. Ne? Das, obwohl er ja selber auch Gesetzgeber ist und von was den Bürgern war, was anderes verlangt. Ja. Ja, in den neuen Ländern. Ja, das sind wir halt bei weitem nicht mehr. Und ich glaube, das bringt die Leute dazu zu sagen, na gut, okay, dann brauche ich halt auch keine CDU mehr wählen, wenn am Ende nicht das rauskommt, was die CDU verspricht. Also wir plakatieren ja nicht ohne Grund. Ne? Ihr hattet
jetzt 34 Jahre oder halt vor 5 Jahren, ihr hatte 30 Jahre Zeit. Na, also genauso ist es ja gewesen und sie haben nichts draus gemacht. Also was ist jetzt von Wahlversprechen zu halten, die jetzt ganz frisch an die Laternen gebracht werden? Beispiel, der Ministerpräsident macht ein Wahlkampfplakat und schreibt drauf, mein Wort gilt, 1000 Polizisten mehr. Mhm. Ja, diese 1000 Polizisten sind aber nicht da. Er hat das ja noch nicht mal zu 3/4 erledigt, ne, seine Aufgabe. So, und jetzt kommt er quasi mit der neuen Idee um die Ecke und sagt, wir brauchen eine sächsische Grenzpolizei. Ja, er hat aber noch nicht mal die normale Landespolizei an ihre Aufgaben angepasst. Also wo will er denn jetzt die Leute hernehmen und was soll die Leute dazu verführen, ihm jetzt zu glauben, dass er das auch macht? Es ist doch offensichtlich, das ist hilflos, was da jetzt passiert, sondern sie versuchen uns quasi rechts zu überholen, wohl wissend, dass es nicht funktioniert. Flüchtlingspolitik ist der eine Aspekt in der Sicherheitsthematik. Ein anderes Problem oder das größte Problem im Moment, wovor die Menschen am meisten Angst haben, ist der Ukraine-Krieg. Wie sieht es denn da aus? Wie können Sie da der Bevölkerung, Ihren Wählern die Angst nehmen? Gibt es für Sie Argumente von Herrn Putin, die Sie glauben lassen, dass er eigentlich gar keinen Krieg möchte und auch eigentlich die ja, Wiederherstellung der ursprünglichen UdSSR-Grenzen erzielen möchte. Was würde die AfD zum Beispiel auch tun, wenn jetzt Putin in die baltischen Staaten einmarschieren würde? Ja gut, das ist jetzt keine Frage der Landespolitik, was passieren würde, wenn Russland in die baltischen Staaten einmarschieren würde. Also wenn sie das machen, glaube ich nicht, dass sie das in Größenordnung machen, sondern allenfalls um die NATO vielleicht zu testen mit irgendwie kleinen Truppen in, sag ich mal, unwichtigen Landstrichen, ne, um einfach mal die Entschlossenheit der NATO zu testen. Aber ich glaube, dass die Russen im Moment in der Ukraine sehr eingebunden sind und die haben gar keine Kraft, jetzt noch an irgendeiner anderen Stelle jetzt noch irgendwas zu machen. Und es ist ja völlig klar, es ist ein Stellvertreterkrieg. Die Amerikaner haben ja auch deutlich gemacht, dieser Krieg ist im strategischen amerikanischen Interesse. So, und deswegen wird natürlich auch die Ukraine in der Größenordnung unterstützt. Und wir können jetzt so viel über diesen Krieg philosophieren, ja, über die Frage, werden da Kriegsverbrechen begangen? Ja, natürlich werden Kriegsverbrechen begangen, ja, und das auf beiden Seiten. Wer ist jetzt besser und wer ist jetzt schlechter? Russland ist der Aggressor, auch das ist klar, sie sind einmarschiert, die haben den ersten Schuss gemacht, aber jeder Krieg hat irgendwo eine Vorgeschichte. So, und eine Anschlussfriedenslösung, die am Ende entstehen muss, kommt erstens auf dem Verhandlungsweg, ja, und auf der anderen Seite wird so eine Friedenslösung natürlich auch die von Russland eigentlich immer eindeutig geäußerten politischen Interessen berücksichtigen müssen. Und da muss es zum Ausgleich kommen. Hat der Konflikt Ihrer Meinung nach eine Auswirkung auch auf das Bundesland Sachsen? Und wenn ja, inwiefern? Ja, das hat auf jeden Fall eine Auswirkung. Mittelbar, muss man sagen. Also auf der einen Seite natürlich haben wir vielen ukrainischen Flüchtlingen halt geholfen, die jetzt hier in Sachsen sind. Auch da ist man eines Besseren belehrt worden, muss man auch sagen. Ne? Viele kamen ja und haben am Anfang gesagt, ja, wir wollen hier arbeiten, wir wollen dem Staat nicht auf der Tasche liegen und haben dann festgestellt, dass es mit Bürgergeld doch viel besser geht. Und jetzt hört man auch so Dinge wie, naja, ich will gar nicht arbeiten, ich will, dass meine Kinder eine ordentliche Ausbildung haben und warum soll ich jetzt einen Sommer im Sprachkurs verbringen? Ich kann mich auch lieber an den See legen. Also das denke ich mir nicht aus, das hört man ja wirklich. Mhm. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite laufen ja auch während dieses Krieges die Sanktionen weiter. Mhm. Ja, und die Sanktionen betreffen Sachsen stärker als Ostdeutschland und Ostdeutschland stärker als Westdeutschland und Deutschland insgesamt stärker als andere europäische Staaten. Ja? Also diese ganzen Geschäftsbeziehungen, die mal da waren, die sind ja abgebrochen. Und kriegt man die dann wieder hin? Das ist schwierig, aber es wird auch eine Zeit nach dem Krieg geben. Und nach diesem Krieg muss man dann natürlich auch wieder mit Russland arbeiten. Und das wird ein ganz, ganz hartes Stück werden. Das heißt, wir haben auch einen direkten wirtschaftlichen Schaden dadurch. Ich kann mich erinnern, ich glaube, Tino Chrupalla hat das mal erwähnt, dass durch die Sanktionspolitik alleine Sachsen insbesondere betroffen ist und an die 60.000 Arbeitsplätze unmittelbar von guten wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland abhängen. Nur im Bundesland Sachsen. Okay, die Zahl kenne ich jetzt nicht, ja. Also kann ich jetzt auch nichts dazu sagen, aber es gibt natürlich Betriebe, die waren nahezu zu 100% auf das Russlandgeschäft eingestellt und das ist dann von heute auf morgen weggebrochen. Ne? Und da ist dann natürlich die Frage, was passiert denn mit den Arbeitskräften, ne? Was passiert mit dem Betrieb? Also
zum Thema Wirtschaft hätte ich auch noch eine Frage. Auch eine große Angst in Deutschland, die Angst vor China, vor der Wirtschaftsmacht China. Also China kauft Kerntechnologien auf, wie jetzt bei KUKA es der Fall war. Dadurch wandert Know-how von uns ab. Ja. Firmen wie Huawei und CTE werden vom 5G-Markt erstmal verbannt, weil Spionage das Risiko ist. Wie wird es denn unter der möglichen AfD-Regierung dann aussehen bezüglich der wirtschaftlichen Situation? Geht es den Leuten dann genauso gut wie jetzt oder geht es ihnen vielleicht sogar besser? Wie schützen Sie unsere Wirtschaft, die heimische Wirtschaft? Ja, also zur Wahrheit gehört dazu, dass diese Entscheidung, ob ein Unternehmen verkauft werden darf oder nicht, das kommt vom Bund. Ja, das macht das Bundeswirtschaftsministerium, das macht jetzt nicht Sachsen. Aber natürlich haben wir auch eine klare Stimme und wir können im Bundestag zum Beispiel auch in allen Ausschüssen reden. Das heißt, wenn so ein Thema ansteht, können wir uns ganz klar auf die Seite der sächsischen Wirtschaft und auf die Interessen halt stellen. Für mich ist es absolut nicht nachvollziehbar, wie man KUKA als Beispiel den Chinesen überlassen kann. Ja, es ist für mich nicht nachvollziehbar. Und was Huawei angeht, gut, da muss man sehen, ja, China ist ein Konkurrent und China arbeitet natürlich mit allen Mitteln, weniger militärisch und dann mehr wirtschaftlich. Ja, sie versuchen weniger zu schlagen, sondern Felder zu besetzen, bis der andere sich nicht mehr bewegen kann. Das muss man im Blick haben. Bedeutet aber auch, dass wir eine Wirtschaftspolitik machen müssen, die an unseren eigenen wirtschaftlichen Interessen orientiert ist. Ne? Das heißt, wir müssen ein Stück weit auch von der Abhängigkeit wegkommen. Und da sehe ich aber auch, dass in Deutschland das zu wenig passiert ist. Also wir haben ja quasi Huawei zwar auf der einen Seite verbannt, auf der anderen Seite haben wir nichts Adäquates, was wir da entgegensetzen können. So, und das kann aber auch so ein Freistaat Sachsen nicht alleine machen. Also das ist natürlich ein Bundesthema, wenn nicht sogar ein europäisches Thema, wenn wir überlegen, was das für große Konzerne sind, was die für eine Macht haben. Da wäre so ein Freistaat mal ganz schnell überfordert, muss man sagen. Aber wir haben die Interessen, haben wir klar im Blick, müssen uns halt daran ausrichten, aber eben nicht nur an den Großkonzernen, sondern wir sind halt sehr stark mittelständisch geprägt und das ist unser Hauptaugenmerk, dass wir den Mittelständlern das Leben erleichtern und dass wir weg davon kommen, die europäischen Vorgaben quasi noch genauer zu kontrollieren, als alle anderen das auch machen. Ja? Und damit natürlich unsere eigenen Unternehmen zu gängeln. Also andere Staaten haben dieselben Vorgaben, schauen aber nicht so genau hin und das wissen die Unternehmen. Ja, also das ist immer so eine Sache. Es ist kein Aufruf, dagegen zu verstoßen. Ne? Aber man muss nicht päpstlicher sein als der Papst, wie man so auf gut Deutsch sagt. Ja. Man hört immer wieder in Diskussionen, wenn auch zum Beispiel der AfD-Kandidat in Thüringen, Björn Höcke, massive Veränderungen, ich sage nur als Beispiel, Kündigung des Rundfunkstaatsvertrages anführt, dann heißt es immer, das können die Länder doch gar nicht. So. Ja, das können die Länder. Was können die Länder, was könnte eine AfD-geführte sächsische Landesregierung umsetzen, um eine andere Politik zumindest in diesem Bundesland zu bewirken? Naja, das eine ist natürlich, eine andere Landesregierung hat natürlich andere Möglichkeiten, Bundesratsinitiativen zu machen. Ja, also Initiativen, die bis jetzt nicht gemacht worden sind. Sagen wir, die CDU als Beispiel hat ja gesagt, wir wollen den Heizungshammer verhindern. Was hat man gemacht im Bundesrat? Man hat sich enthalten, man hat aber nicht dagegen gestimmt und am Ende liefen die ganzen Geschichten halt dann. Ich frage mal konkreter. Doch so durch. Ne? Kann Sachsen sagen, wir schließen die Grenzen zu Tschechien und Polen? Das können wir so direkt nicht. Aber wir können mit dem Bund erstmal verhandeln, weil die Möglichkeit gibt. Die Länder können das übernehmen. Die Frage ist, ob es klug ist, dass Sachsen das macht. Es kostet natürlich unheimlich viel Geld. Geld, was der Freistaat in der Form nicht hat. Habe ich vorhin ja schon anklingen lassen. Wir haben nicht genug Polizisten. Was wir aber machen können, ist, wir können eine Vereinbarung treffen, und zwar gemeinsam mit dem Bund, die Streifen an der Grenze durchzuführen und die Grenzkontrollen zu machen. Quasi eine Art von Amtshilfe. Und wir haben eigene Hundertschaften in der Bereitschaftspolizei. Das heißt, da können wir das tun, wenn der politische Wille da ist. Und diesen politischen Willen, den müssen wir artikulieren. Ne, natürlich in Richtung Berlin, auch ganz deutlich. Und natürlich können wir auch jetzt schon in der Nähe der Grenze Schleierfahndung durchführen. Ne? Und nach wie vor ist das ein Thema. Die Grenzkriminalität ist immer noch höher als woanders. Herr Wippel, wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für die Infos, die Sie hier auch den Zuschauern zur Verfügung gestellt haben, für den Einblick, den Sie uns gegeben haben. Wollen Sie vielleicht zum Abschluss noch was an die Wähler und potenziellen Wähler sagen?
Ja, vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen. Und eins ist klar, eine Veränderung in Deutschland wird es nur mit der AfD geben. Ist vielleicht schon angeklungen, es wird nicht einfach, aber wir machen uns auf den Weg. Und das ist unser Ziel, hier wirklich das Beste für Deutschland zu schaffen, das Beste für Sachsen zu schaffen. Und am 1.9. ist es dann soweit. Also bitte geht zur Wahl und nehmen Sie alle mit, die sagen, ah, naja, das bringt sowieso nichts. Doch, das bringt was. Jede Stimme ist entscheidend. Also, für den Wahlkampfauftakt und den dann beginnenden Wahlkampf selber, alles Gute, viel Erfolg. Vielen Dank, Sebastian Lippe. Dankeschön. Alles Gute, danke schön.